Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Poddle 2. Poddle 2 habe ich jetzt nachgedacht und ja, ich werde es auf jeden Fall bald mit einem Kumpel spielen. Also, falls er überhaupt Lust hat. Naja, Portal ist ein Spiel, wo es um Portale geht und um das, was da gerade liegt. Ich habe das Spiel zwar einmal gespielt, aber ich habe nur am Anfang am Anfang habe ich nur den ganzen Scheiß gemacht. Spielen wir es denn jetzt? Ladezeiten sind immer so behindert wie sonst was. Ich habe keine Ahnung, wie das Spiel geht. Ich habe es mir bloß gekauft und dann nie gespielt. So, also. Ja. Probieren wir es mal. Guten Morgen. Ihr Hyperschlaf dauerte 50 Tage. Im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen müssen alle Aperture Science Testsubjekte ein regelmäßiges, verpflichtendes Fitness- und Wellness-Training absolvieren. Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie zur Decke. Gut, Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie auf den... Die Mausempfindlichkeit ist Boden. Gut. Damit ist die Gymnastikübung des Fitness- und Wellness-Tests abgeschlossen. An der Wand befindet sich ein Gemälde. Stellen Sie sich bitte davor. Das ist Kunst. Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, bewundern Sie die Kunst. Sehr schön. Sie sollten sich jetzt mental gestärkt fühlen. Sollte Sie die Bewunderung der Kunst intellektuell nicht hinreichend stimuliert haben, genießen Sie jetzt kurz etwas klassische Musik. Gut, kehren Sie jetzt zum Bett zurück. Ich wollte weiter hören. Schlafen wir weiter. Es ist so hell. Guten Morgen. Ihr Hyperschlaf dauerte 9. Wir möchten Sie darüber informieren. Hallo? Jemand da drin? Das Enrichment Center umgehen lassen müssen. Alle Tests. Machst du heute noch irgendwann die Tür auf? Haben damit automatisch eingehen. Hallo? Kannst du. Ja! Ah! Du siehst furchtbar, furchtbar gut aus. Nein, wirklich, ganz bestimmt. Geht's dir Danke. Gut? Nein, beantworte die Frage nicht. Ich bin sicher, dir geht's gut. Du hast genügend Zeit, dich zu erholen. Lass es ruhig angehen. Bereiten Sie sich auf die Notevakuierung. Vor. Bleib ruhig, ganz ruhig, vorbereiten. Mehr sollen wir nicht machen, nur vorbereiten. Alles wird gut. Nicht bewegen, ich hole uns schon hier raus. Oh, du könntest dich aber irgendwo festhalten. Nur ein kleiner Tipp. Na dann, Telefon. Oh. Alles klar mit dir da unten? Hörst du mich? Hallo? Was macht er? Nach ein paar Monaten im Hyperschlaf kommt es bei den meisten Testsubjekten zu kognitiven Einschränkungen. Du warst sogar noch ein bisschen länger im Dämmerzustand. Daher ist es nicht völlig abwegig, dass bei dir ein leichter Fall eines schwerwiegenden Hirnschadens vorliegt. Bleib ganz ruhig. Aber wenn du doch beunruhigt bist, dann bleib dabei. Das ist die angemessene Reaktion auf die Möglichkeit eines Hirnschadens. Verstehst du, was ich sage? Ergeben meine Worte für dich irgendeinen Sinn? Wenn ja, dann sag einfach ja. Ja. Okay, das war Springen. Du bist gesprungen. Ist nicht schlimm. Sag mal Apfel. Apfel. Okay, das war nah genug dran. Weiter so. Die Reaktorkernsicherungen sind nicht funktionstüchtig. Bereiten Sie sich auf die Kernschmelzen vor. Na schön, ich wollte es dir eigentlich nicht sagen, aber ich stecke hier ganz schön in der Klemme. Wie geht's dir da unten? Hältst du die Stellung? Die Reserveenergie ist alle und darum weckt das Hyperschlafzentrum kein einziges Testsubjekt mehr auf.
Warte, das ist ganz schön knifflig. Sagt natürlich keiner was. Nein, warum auch? Ich bin ja unwichtig. Warum sollte man mich auch informieren über den Zustand der 10.000 Testsubjekte, die ich überwachen soll? Tja, das ist eng. Siehst du das? Ob ich da durchpasse? Ist da genug Platz für mich? Nein. Ich muss hier erstmal durchkommen. Okay, ich muss mich konzentrieren. Aber rate mal, wer schuld ist, wenn das Management hier runterkommt und 10.000 nutzlose Matschbirnen vorfindet. Ah, ein kleiner Zusammenstoß. Hör zu, wir müssen uns unbedingt absprechen. Wenn dich jemand fragt, es wird dich niemand fragen, keine Angst, aber wenn dich jemand fragt, dann sagst du, als du das letzte Mal nachgesehen hast, sahen alle ziemlich lebendig aus, klaro? Nichts von wegen Tod und so. Okay, wir sind fast da. Auf der anderen Seite dieser Wand ist eine alte Teststrecke. Da gibt es etwas, das wir für unsere Flucht brauchen. Hier ist, glaube ich, eine Andockstation. Also, mach dich bereit. Gute Nachricht, das ist keine Andockstation. Das Rätsel wäre also gelöst. Ich versuche es jetzt manuell. Könnte kompliziert werden. Hab ein bisschen Geduld. Das wird dann nicht. Fast geschafft! Okay. Nochmal, du suchst eine Waffe, die Löcher macht. Nicht wie bei Revolverkugeln, sondern... Na, du wirst es schon merken. Also, schön bei der Sache bleiben jetzt. Hallo und erneut willkommen im Aperture Science Enrichment Center. Aufgrund von Umständen potenziell apokalyptischer Ausmaße außerhalb unserer Kontrolle erleben wir derzeit technische Schwierigkeiten. Dank des Notfall-Testprotokolls müssen die Tests jedoch nicht unterbrochen werden. Diese aufgezeichneten Nachrichten geben Ihnen Anweisungen und Motivation. So können wir auch in Zeiten sozialer, wirtschaftlicher und struktureller Zusammenbrüche weiterforschen. Das Portal wird sich öffnen und die Notfalltests beginnen in 3, 2, 1. Okay, wie sehen wir dann aus? Also im ersten Teil sahen wir komplett anders aus. Ist das nicht der Anfang? Würfel- und tastenbasierte Tests liefern auch in schrecklichen Notfallsituationen hilfreiche Ergebnisse. Haben diese Tests die Notsituation ausgelöst, besteht kein Grund zur Sorge. Es ist unwahrscheinlich, dass dies zweimal passiert. Sie. Oh, ich wollte noch zuhören. Ich dachte, der redet noch weiter. Also von dem jetzt, was ich so jetzt verstehe, wir sind in den Dauerschlaf gewesen und sind jetzt aufgestanden oder erwacht. Und das ganze Teil hier ist veraltet und so. Wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe. Wenn Sie spüren, dass Flüssigkeit Ihren Hals hinabrinnt, legen Sie sich auf den Rücken und üben Sie Druck auf Ihre Schläfen aus. Sie erleben lediglich den seltenen Fall, dass der Material-Emanzipationsgrill die Gehörgänge aus Ihrem Kopf entfernt hat. Okay. Gut. Aufgrund der technischen Schwierigkeiten sind Ihre Tests unbeaufsichtigt. Okay. Bevor Sie nach Abschluss der Tests zum Hyperschlafzentrum zurückkehren, schreiben Sie sich Ihre Ergebnisse auf. Ein Mitarbeiter von Aperture Science wird Sie nach Wiederaufbau der Zivilisation für ein Interview wiederbeleben. Okay. Hey, diese Ladezeiten, die kommen so oft, die werden auch so oft kommen. Also das so schnell ladet, versuche ich auf jeden Fall. Jetzt. Für den Fall, dass die Erde gerade von einem Barbarenkönig, einer empfindsamen Wolke oder sonstigen vernunftwidrigen oder unfähigen Instanzen regiert wird,
Okay. Level 2. Na bitte, geschafft! Oh, hallo. Auf dem Podest da müsste eine Portalkanone liegen. Ja, siehst du die Portalkanone? Ja, außerdem, lebst du noch? Das ist vielleicht sogar noch wichtiger. Weißt du, was ich mache? Ich gehe einfach mal davon aus, dass du noch lebst und warte weiter vorne auf dich. Ja, ich lebe. Ich warte eine Stunde, dann komme ich zurück. Und falls ich deine Leiche finde, werde ich sie begraben. Einverstanden? Gut. Also los dann. Wir sehen uns in einer Stunde, hoffe ich, wenn du nicht tot bist. Okay. Also wir haben jetzt die sogenannte Portal Gun und können jetzt blaue Portage schießen. An bestimmten Wänden, schätze ich. Ja. Ja, an bestimmten Wänden. Ey, das bin ich. Das ist die vom ersten Teil. Und die. Ja, okay, die wir gerade auch spielen. Einige Notfalltests erfordern eine ausführliche Interaktion mit tödlichen Militärandroiden. Keine Sorge. Den Androiden wurde das Lesen beigebracht und eine Kopie der Robotergesetze bereitgestellt, die sie sich alle teilen. Wir haben ja ein bisschen. Oh, achso. Ich seh's gerade. Gut. Wenn Sie das Gefühl haben, dass ein Militärandroid Ihre Rechte nicht gemäß der Robotergesetze respektiert, tragen Sie dies in Ihr Protokoll ein. Ein zukünftiger Mitarbeiter von Aperture Science wird sich dann um den lästigen Papierkram kümmern. Da sollen wir weiter. Geht's jetzt auch runter? Okay. Also ja, wir haben die Portacon. Nice. Jetzt können wir rumschießen, Portale machen. Alles möglich. Der nächste Test ist sehr gefährlich. Um zu vermeiden, dass Ihnen die Gesichtszüge entgleiten, folgt nun ein wenig Jazzmusik. In 3, 2, 1. Ich habe es auch gerade erst genossen. Mensch. Die auch abballern? Naja, dann brauchen wir doch gar kein Q. Oh, das scheiß Teil ist so schlecht. Dann komm mit mir, du Cam. Oder brich einfach, whatever. Also da oben ist ein Q, da oben ist ein Butter, ich hab das Q. Weg mit dir. Gute Arbeit. Da es sich bei dieser Nachricht um eine Aufzeichnung handelt, beruhen alle Aussagen zu Ihrem Erfolg auf reiner Spekulation. Bitte ignorieren Sie unverdientes Lob. Oh. Das hat sich jetzt so schwer, wenn wusste ich jetzt auch nicht. Muss ich ändern? Oh. Schon wieder, der aus dem Nichts gekommen ist und in Nichts fährt. Okay. Also bis jetzt mag ich das Spiel, auf jeden Fall. Ich finde, es ist halt ein guter Spiel zum Denken. Wird das Enrichment Center mit Feuerbällen, Meteoriten oder anderen Weltraumobjekten bombardiert, meiden Sie bitte ungeschützte Testumgebungen, in denen ein Mangel an Schutz vor Trümmern aus dem All kein ausdrücklicher Teil des Tests ist. Okay. Also das Spiel mag ich ja eigentlich, wenn man ja denken muss und so. Hier und was man machen muss. Jetzt zum Beispiel ist jetzt nicht wirklich der Fall, aber... Okay, was macht das? Aktiviert die Leiter, Treppe, whatever.
ist da oben? Vielleicht zum Fallen? Nicht? Aber der, aber. Was haben wir eigentlich? Ich schätze mal, jetzt müssen wir das da oben mal machen. Ja, das ist für die Tür. Okay, gut. Also, der Cube wurde gerade wieder ins Wasser. Fein. Sehr gut. Das Enrichment Center weist darauf hin, dass Sie, auch wenn die Lage aussichtslos erscheint, nicht alleine sind. Die Wandansagen von Aperture Science bleiben auch in apokalyptischen Niedrigenergieumgebungen mit weniger als 1,1 Volt aktiv. Okay. Fürs Erste geht's jetzt vom Gameplayer. Ich müsste auch auf den höchsten Grafiken spielen. Ja, so ungefähr, ja. Passt, okay. Bei diesem Test gelten die Prinzipien der Fortbewegung durch Portale. Sollten die physikalischen Gesetze in der Zukunft nicht mehr gelten, so helfe Ihnen Gott. Okay. Also, ohne Portal hier durch. So. Hier drin ist ein Cube. Durchschießen können wir nicht. Okay. Erst nochmal durch. Durchfliegen. Also, jetzt nochmal durch. Durchfliegen. Okay. Effekt durchschießen. Und jetzt muss ich mit dem Cube rüber. Ups. Sollten Sie keiner unserer Mitarbeiter sein und diese Anlage infolge des Zusammenbruchs der Zivilisation entdeckt haben, willkommen. Vergessen Sie nicht, Tests sind die Zukunft und die Zukunft beginnt mit Ihnen. Ich dachte jetzt irgendwie, ich muss wieder da unten schießen. Okay, also wir sind hier unten, Portal, da Portal, wir müssen da hoch. Da ist der Cube, also erstmal schnell schieben. Sie können stolz sein, so weit gekommen zu sein. Sollten Sie zu dumm, alt oder verstrahlt sein, um die Zivilisation neu zu starten, kehren Sie zu Ihrem primitiven Stamm zurück und schicken Sie uns jemanden, der besser für die Tests geeignet ist. Ich bin zu gut für die Tests. Vom ersten Teil her. Also, ja. Um die Kerntestprotokolle mit genug Energie zu versorgen, wurden alle Sicherheitsvorrichtungen deaktiviert. Das Enrichment Center erkennt Ihr Recht auf Frag. Und Einwände zu diesem Thema an. Hey! Kuckuck! Ich bin hier oben! Hey, super! Du hast die Portalkanone gefunden! Und was lernen wir daraus? Am Ende sind die Leute mit dem Hirnschaden die wahren Helden der Geschichte. Ist meistens so. Gut gemacht. Schieß ein Portal in die Wand hinter mir und wir treffen uns am anderen Ende des Raums. Okay. Okay, hör zu. Ich muss dir was sagen. Und es ist nichts Angenehmes. Die haben mir gesagt, ich darf mich niemals, nie im Leben aus dieser Schiene ausklinken. Oder ich muss sterben. Aber wir haben wohl keine Wahl. Also mach dich bereit und fang mich auf. Sollte ich wieder erwarten, doch nicht sterben, wenn ich mich aus diesem Ding hier ausklinke. Auf drei. Bereit? Eins. Zwei. Drei! Das ist zu hoch. Ist doch zu hoch, oder? Also,
Okay, also auf drei habe ich zu viel Zeit zum Nachdenken. Also diesmal schon bei eins. Bereit? Eins. Fang auf! Ach, ich bin nicht tot. Ich lebe noch. Schließ mich an den Stick an der Wand dort an, ja? Dann zeige ich dir mal was. Wird dich beeindrucken. Achso, nee. Ja, ich kann das nicht, wenn du dabei zuguckst. Im Ernst jetzt, ist kein Witz. Kannst du dich kurz umdrehen? Okay, dreh dich wieder um. Bam, Geheimtür. Die hab ich aufgemacht, als du dich hingeguckt hast. Und los geht's. Keine Schiene, die uns die Richtung vorschreibt. Das ist klasse. Wir können gehen, wohin wir wollen. Also, wo gehen wir hin? Moment, lass mich mal die Lage checken. Ja, am besten wir folgen der Schiene. Oh nein. Ja, hallo, wir bleiben nicht stehen. Nicht in die Augen gucken. Nein, alles klar. Danke der Nachfrage. Weiter, weiter. Also, naja, der Typ dürfte sich eigentlich nicht ablenken von den Schienen. Aber er hat es trotzdem gemacht. Badass. Ich sollte dir eben mal eine Kleinigkeit erklären. Wenn wir hier raus wollen, müssen wir durch ihre Kammer gehen. Und sie bringt uns wahrscheinlich um, wenn sie lebt. Willst du die Aktion abblasen und dich hier hinsetzen? Für immer? Ist eine Möglichkeit. Plan A, hinsetzen, nichts tun. Plan B, da durchgehen und wenn sie lebt, dann sind wir schon so gut wie tot. Genau, also, das werdet wenn du irgendwelche Vorbehalte gegen diesen Plan hast, dann würde ich... Wenn es euch gefallen hat, liked, subscribe oder wenn nicht, dann lasst es einfach und ciao.